Yo! Und damit herzlich willkommen zu Schenk Wildit, dem ungekrauten Abenteuer. Aber die Superherde hat er gerade geschossen, ohne dass ich gehört habe. Das ist ja ein Arsch. Also laut Menü. Aua. Alter, knapp. Laut Menü haben wir das Spiel bald geschafft. Und guck mal, endlich den Angelo, heißt er, glaube ich. Wir können ihn töten. Und können dann so töten. Und können dann nicht sagen. Endlich unsere Freundin. Rechtchen, das hat die auch verdient, finde ich. Au! Ja, genau. Wenn man aber dann noch diesen. Oh, diesen großen dicken Lotz hier mit seiner fetten. Hey Leute, ich bin ihn. Ich bin ihn und dann bin ich. Jetzt war er endlich wieder auf. Und kann ich noch einen nehmen, oder? Ein Glück, dass das Ding überhaupt nicht überhitzt, ja. Und ein Glück, dass er einfach drauf gehen kann, nicht probiert. Mir. Die anderen Gegner, die sehen dann alle relativ tot aus, aber ist mir egal. Das ist halt ein bisschen schade, dass er so gemacht ist, weil, ja. Da winkt der Anspruch des Spiels bis ins Unermessliche. Also, ja. Finde ich auf jeden Fall immer besser lösen können, wenn man dann nicht unbedingt hier diese fetten Waffen, also diese Minigun so einbauen möchte. Ist natürlich cool, so eine Minigun hier drin, aber naja, wenn es dann so schwierig gelöst wird. Timbo ist tot, Timbo ist. Ja, genau. Hä? Lol. Komm, Jimbo ist doch. So, Jimbo ist. Ja, na klar. Cool, endlich mal vorbei hier, die ganze Kacke. Oh, da oben ist einer. Ja, nach oben sind wir hier, ne? Ah, geht doch. Also ich bin tot. Oh, ja. Also, wo hab ich gar nicht ankommen sehen? Also, ich glaube, die Gegner-KI, ich würde fast sagen, die ist ja nicht so wirklich vorhanden. Aber es gibt halt genug Energy Drinks, sonst wäre ich glaube ich doch schon das eine oder andere mal ein bisschen aufgeschmissen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich bin gerade auch noch Mittel. Gut, einfach gibt es gar nicht. Einfach ist es wahrscheinlich Mittel. Also Mittel ist einfach. Das Problem ist halt wirklich, wenn der hier so rennt mit dieser Ups, die eigentlich ganz schön witzig ist, aber ja. Akku, ja, ne, Muni hat aber ich. Das sind wir ganz, ich glaube, ich hab Blas, aua. Nur auf jeden Fall öfters, ja, blocken und. Aus? Ich. So, der Obi ist tot, die hatte ich nämlich echt wie die Pest da oben. Pipes! Ja, ein schön Energy Drink. Sind wir jetzt eigentlich hier? Wie eine coole, riesengroße Finca aus. Ich kann ich meinen Heck auf. Aua. Das ist ein Wort voll auf die. Aua. Hä?
Alter! Doch ein Monster. This ends here, fool. Leute, hä? Ich habe meine Waffe getroffen. Aua, in der. Ich nicht vor die Tür. Ich lasse sie. Er tritt vor die Wand und tritt mich natürlich. Ja, also jetzt wirft mich vor die Wand und ich bin natürlich weg. Das ist bestimmt genau das gleiche wie bei. Ja. Ich muss einfach irgendwie rein. Ja, gut. Ist jetzt nicht so innovativ, weil es beim Butcher, also bei. Bei dem Fake Butcher sozusagen am Anfang gab es das ja schon mal, dass der so komisch ja, der läuft hier halt nicht irgendwo davor, das ist irgendwie schade. Na komm Leute, jetzt kann man klappen. Dann nimmt er die wieder, ja. Also wie gesagt, er läuft wohl über die Wand, dann springt er halt mal hoch, das hat der Butcher glaube ich nicht gemacht, er ist allein an sich so vor die Wand gesprungen. Ja genau. Ich klopfe mich halt vor, weil er nimmt gar nicht so viel ab, also. Das ist nicht so der Ember-Typ, wo ich zu reden. Normal ist ganz. So, also wieder rauf auf den Rücken. Und das war bei dem Fake-Butcher eigentlich genauso. Da war auch kurz benebelt, da können wir auf den drauf springen. Okay, ob wir da schon eine Kettensäge hatten, ich glaube noch nicht, oder? Nee. Haben wir auf keinen Fall schon eine Kettensäge gemacht. Wow, was nicht Kombo! Hä? Na was? Ich hab gerade irgendwas gedrückt, aber irgendwie ging's nicht. Oh! Mann, Leute. Verdammt! Kreuzbau, Rast, du Scheiße. Oh, gut. Nein! Alter Schwede. Oh, das war's. Also, gut Anspruch war halt weniger vorhanden. Ja, leider Gottes. Gut, bei der ersten Mutter haben wir den Kopf abgeschossen. Jetzt haben wir ihn ja wieder. Okay, wir haben den Kopf abgesprengt sozusagen. Blutig, aber effektiv. So wie es sein muss. Und jetzt sind wir weiter auf dem Weg. Zu unserem Endgegner. Alter, oh, das ist gut. Oh, fuck, ich sterbe gleich. Okay. Jetzt habe ich mal überhaupt nicht drauf geachtet, dass ich da gleich tot bin. Ich nehme jetzt mal wieder die Dinger hier. Ich habe aber noch mal eine Kette. Nee, komm, nehmen wir die Kette. Und dann die Sprotfinder, weil die Sprotfinder haut halt 12 mal mehr rein. Als diese komische Uzi da, die ist einfach irgendwie, naja. Die hätte man auch weglassen können, ganz ehrlich. Da hätte man sie. Aber die Ketten, die hauen echt gut rein, muss ich sagen. Muss ich zugeben. Doch, das macht echt in Laune. Die Ketten so. Und jetzt habe ich schon vorhin in die andere Richtung geguckt. Irgendwie hat mein Headset total schief auf mein Shuttle. Auf mein Shuttle. Guck mal. Ah, so, jetzt höre ich irgendwie wieder mal von beiden Seiten. So muss es ja sein. Wow, ich habe gerade irgendwie an irgendwas gedacht. Aber, wow, es war echt knapp. Ich bin da runtergerutscht und dachte mir, ja. Ach du Scheiße. Jedes Mal falle ich kurz drauf rein. Ich springe einfach hoch in dem Moment, wo der abschießt, wo der abdrückt. Und naja. Fühle mich da ein bisschen, doch ein bisschen schon. Komm, geh mal runter.
Ross 6, tot. Ach, diese Scheiße hier. Warum können wir nicht den hier hochziehen? Was? Ein Schuss hat er gekriegt. Wow. Ah, toll. Wunderbar. Oh, ja, übelste Kletter-Action geht hier ab, ey. Ach so. So, hoch oder runter, hoch oder runter, hoch oder runter. Ich denke mal hoch, oder? Dann hier rein. Dann hier rein, dann hier rein. Und dann können wir wieder an der Wand entlang schleiden und dann sind wir schon da. Von hinten, die haben natürlich alle doppelt und dreifach geschnitten. Alles kann mit der Granate halt nicht nach oben. Ach, mit der Granate. Wenn wir das Spritzchen nach oben schießen, das ist nicht. Aua! Ja, 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 ja. Ist der Pisser da oben, ganz ehrlich. Oh! Fick dich doch, du Lappen! Jetzt aber! Oh, endlich zum Glück! Ganz ehrlich, das mag ich überhaupt nicht, von oben kommen. Pipes! Hab ein Mensch mal in Pipes und das sieht genauso aus! Also, ja, das... Das Abbild der Menschen, hätte ich fast gesagt, ist ein bisschen klonartig. Ihr seid alles Clowns, Clowns, Clowns! Ihr seid alles Clowns, ihr seid alles Clowns! Okay, er ist tot. Ihr seid alle tote Clowns. So werde ich die Shotgun auswählen. Jetzt gibt mich ein Polly Party. Aua. So, den da oben mal kurz weggebounced. Jetzt schaffen wir noch den hier. Ah, Typ ist scheiße. Oh, schnell, wir den. So, nochmal den Typen da oben. Jetzt haben wir ihn. Komm, wir haben uns welche verdient. Komm, mach ihn, Junge. Oh, warum springen wir jetzt runter? Ich glaube schon, dass ein großer Fehler war für ihn. Tschüss. Auf jeden Fall der Granaten. Das ist gut. Der ist auch tot, was? Ja, der war tot. Sagen. Lustiges. Schöpfiger. Schaffe ich hier ein 60-Hit-Kombo, Alter. Ein 77-Hit-Kombo. Ist ja verrückt. Gut, also wie gesagt, es ist jetzt nicht so anspruchsvoll hier, wenn man die da oben einfach so sieht. Sie einfach umfallen, wieder vorgelaufen kommen. Aber ja, das Spiel ist jetzt auch nicht wirklich da, um jetzt großartig nachzudenken. Um Action Travel! Viele schöne Actionstunden. Boom! Sondern ein bisschen Energy. Oh, ist ein heftiger Sprung hier. Es war so klar, Alter. Sie schießen immer, wenn ich irgendwo gerade springe. Das Blut spritzte und die Eingeweide rausfielen. Helfer, was? Oh, das geht bei ihm auch. Oh, also ich renne um. Das können sie eh am besten. Einfach nur rennen. Oh, schon voll auf die Schnauze gehauen gerade. So im letzten Moment. Sei im letzten Atemzug. Ah, das war knapp. Ich war fast nicht mit meinem
fantastisch. Toll. Nehmen wir noch einen Energy Drink auf jeden Fall und der schon wegrennt. Keine Ahnung, wo er jetzt gerade ist. Pussy. Komm! Ja, Action! Boah, da komm! Was ist das für eine Faustkugel? Sie schreien, wenn ich das Messer in der Brust kriege. Wenn ich sie in die Brust stoße, sind sie tot! Oh ja klar, so meine. Ich wusste es eigentlich. Komm, hau um! Hehe, ich hab ihn. Ich bin so aufgeregt. Alles geht jetzt ab. Oh yeah. Where's Angelo? He's no longer a concern. Shall we begin? Aber bevor wir hier beginnen, bevor wir diesen Kampf wirklich bis zum Ende austragen und entscheiden, wer von uns beiden stirbt und wer lebt, mache ich jetzt hier einen kleinen Cut. Denn die Special-Szene soll auch dann im letzten Teil kommen. Also bis dahin viel Spaß und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder da reinschaltet zu Let's Play Schenk hier auf unserem Kanal PixelTV. Luigi ist am Start. Bis dahin. Tschüss. Quatsch, wie ihr was gemacht habt, sondern ich entführe euch einfach mal in ein 13-minütiges Live chaotisches Chaos, in dem jeder dazwischen quatscht, in dem keiner was auf die Reihe kriegt, in dem ich verzweifle, weil ich aufnehme und warte und nichts passiert. Ich überfahren werde, wie ihr seht. Und ja, trotzdem ist es echt tierisch lustig und ich muss ja fast sagen, das ja, macht eigentlich echt Spaß, so diese Vorarbeit und zusammen mit den Clan zu zocken.